So, es ist soweit. Wir haben endlich unsere offiziellen schönen Tags hier bekommen, die wir auch tragen müssen. Gerade hier vorne an der Kasse holt jetzt Tobi und unser bezaubernde Guide Julia holen jetzt Metro-Cards für uns. Denn wir fahren jetzt gleich mit der berühmten Moskauer Metro. Das ist ja nicht nur die schönste, größte, sondern auch die russischste Metro von Russland. Also wir sind gerade unterwegs zu unserem ersten Auftritt auf dem Moskau Spring A Cappella Festival. Die Stimmung ist prächtig, die U-Bahn schier endlos, aber wir kommen an, würde ich schätzen. Wir wurden aufgehalten, weil unsere Rucksäcke jetzt hier in diese Mikrowelle müssen. Weil der Herr sehr vorausschauend ist, der weiß, dass wir alle Hunger haben und dass wir uns alle so ein bisschen was mitgebracht haben. Und das wird jetzt aufgewärmt. So eine russische Power-Mikrowelle, Hitovska. Und das sind jetzt irgendwie, zack, es ist jetzt fertig, wie man sieht. Das kann man essen, ja? Das kann man jetzt essen, ja. Also, wir haben ein Hammerwetter. Und das macht richtig Spaß, hier jetzt einfach mal gerade faul in der Sonne zu sitzen. Wir sind sehr inspiriert von der Bühne bei dieser Rooftop-Bar. Da haben sie allerdings die Bar unten gelassen und lediglich die Bühne aufs Roof befördert. Da freuen wir uns schon sehr, wenn wir hier den Russen mal aufs Dach steigen können. But I gotta think twice before I get my heart wet. And I got her on the candy plant, 'cause I put that to me. Oh, but I need some time off from that emotion. Time to kick my heart on the floor. Auf zum Zahnarzt. Auf zum Zahnarzt, Vokal, Dental. Okay, dann ja, weiß ich nicht, dann zum Beispiel. Oder Faith, irgendwas. Faith, lieber Faith. Gut. Statt Whisky. Aha. Und dann haben wir mit Trigalo wieder auf, oder was? Ja. Ja, wir haben ja noch zwei Auftritte danach. Ja, wir haben heute Tag 3 und haben auch heute wieder 3 Auftritte. Und dann haben wir morgen erstmal einen freien Tag. Und so wird es dann weitergehen. Wir haben also immer 3 Tage ein Konzert oder 3 Tage diese 3 Auftritte und dann einen Tag frei. Und gestern hatten wir sogar noch am Abend so einen kleinen Auftritt auf einer relativ großen Parkbühne als eine von den ungefähr bis zu 200 Gruppen, wenn man die ganzen Solokünstler mitzählt. Tag 4 hier in Russland. Wir werden jetzt gleich zum berühmten Roten Platz gehen. Der ist hier direkt um die Ecke. Und das Witzige daran ist ja, der Rote Platz heißt nur deswegen Roter Platz, weil es ein altrussisches Wort gibt für schön, was ähnlich klingt wie im Neurussischen Rot. Und deswegen gibt es manche Russen, die immer noch sagen, das ist aber schön, ein schöner Platz. Und die anderen verstehen, das ist der Rote Platz. Dann nennen wir das doch Rote Platz. Verrückt, oder? Da gehen wir jetzt hin. Yeah.
друзья, еще маленькая маленькое замечание. Мы очень любим фотографировать. Taiwanesen können aber gut Russisch. War das auch mal ein Satellitenstart? Sind ja auch alles. Wir können nicht drauf. Nee, ist zu. Vor allem wegen der Vorbereitung für die Militärparade in 5 Tagen. Nee, die laufen nur bis zum Gitter und gucken so wieder zurück. Здравствуйте, Москва. Мы очень рады, что вы приехали. Мы бокальденцы из Германии. И, к сожалению, это все мы знаем по-русски. И поэтому сейчас мы продолжим по-английски. Короче, чтобы ты понимал, вот просто, да. Ja, das war mein Auftritt voll im Regen. Wir wurden gerade während des Auftritts komplett nass, aber wir wurden dann auch wieder trocken. Sturm und Regen, Wildbäche und Donnergroll. Aber die Leute, nichts hält uns auf. Die Leute, die geblieben sind, fanden es richtig cool, dass wir durchgezogen haben. War dann so eine kleine Traube von den Harten. Jetzt in der Sauna, ja. Ich bin jetzt auch echt durch. Раз, два, три. Раз в Италии я был не гость, и топли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Spitali jabloni i druši, poplili čumani na gretoj. Vujhajdi ila na bere Katjuša, na vojzoki bere na kutoj. Hi guys, how is your impression about the Capella Festival? We love it. So sweet. Hopefully we will see us again. Yeah. Soon. Next year maybe. But we will only come back if you will be our guide. Yes. That's so for sweet. Sure. Yes. Yes. Thank you very much. Yeah. Heute am 11. Mai geht's nach 10 Tagen Russland wieder zurück für uns. Boah, 10 Tage A Cappella, es war auf jeden Fall schlimm, ziemlich anstrengend. Das Wetter war überwiegend gut und Moskau ist auch eine tolle Stadt. Gib's doch zu, du willst auswandern. Ich könnte ja auch eine Weile leben, auf jeden Fall. Darf ich jetzt nochmal das Gnu-Gedicht sagen? Das Gnu hüpft hoch, das Gnu hüpft weit. Warum auch nicht? Es hat ja Zeit. Spitali jabloni i druši, poplili čumani na gretoj. Vujhajdi ila na bere Katjuša, na vojzoki bere na kutoj.